Es ist wie ein Spiel. Erst muss man die Regeln verstehen. Rhythmus, Haltung, Schrittfolge. Und dann kann man sie brechen. Sein eigenes Spiel daraus machen. Fränkische Tänze vereinen beides. Disziplin und Anarchie. Der Barschlängerer. Stampfen und Schweben. Seit 35 Jahren trifft sich die Volkstanzgruppe Gfrees jede Woche. Auftritte in der ganzen Welt. Frankreich, Irland, USA. Ich denke, in vielen fränkischen Tänzen steckt schon das, was die Franken ausmacht. Zum einen die bedächtigen Tänze, das ist, denke ich, einfach die Wesensart, dass der Franke erst ein bisschen braucht, bis er aus sich rausgeht. Wenn man die Tänze direkt vergleicht, man merkt bei den Bayern, die stehen mal auf dem Tisch mit ihren Peitschen, das ist bei uns nicht der Fall. Wir tanzen, man fühlt die fränkische oder die Glückseligkeit bei uns auch mit drin, es ist alles wegen bedächtiger. Aber es sind verschiedene Eigenheiten mit drin, die es einfach fränkisch machen. Viele Tänze, heißt es, lernt man in wenigen Stunden. Wer laufen kann, kann auch tanzen. Angeblich. Ich habe früher in der Blaskapelle Trompeten gespielt. Da hat man aber nie getanzt, man ist nur marschiert. Es war sehr kompliziert immer. Eins, zwei, immer den richtigen Schritt. Ich habe es nie richtig geschafft, aber es ist gegangen. Und Tanzen war verboten. Dieses oberfränkische Gesicht kennt man. Thomas Schmauser, Charakterkopf an den Münchner Kammerspielen und undurchschaubarer Frankenkommissar. Haben Sie das Mädchen auf dem Foto schon mal gesehen? Sie fragen wie ein Polizist. Vielleicht bin ich einer. Ja. Ein Experiment in einer Nürnberger Industriehalle. 5 Tänze lernen in 5 Stunden mit Privattanzlehrerin.